Ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Herbstvideo. Heute geht's bunt daher und es wird kugelig. Ich habe ein paar Kugeln schon fertig gemacht. Einmal ganz simpel diese Mooskugeln. Habt ihr bestimmt der ein oder andere auch schon gemacht. Und dann gibt es diese Stacheldrahtkugeln. Und hier habe ich jetzt einfach noch Kugeln aus Erika. Dann auch mit Hauswurz und Hortensie und ein bisschen Chrysantheme. Das werde ich nachher dekorieren und werde auch noch zeigen, wie man diese Kugeln einzeln dekorieren kann. Einfach als Tischdekoration oder auch als Geschenk. So eine Kalo-Kugel, Kalocephalus-Kugel, ist auch ganz einfach. Ihr schneidet den Kalocephalus ab und ich habe das jetzt so ein bisschen reingedrückt und knautscht das jetzt so ein bisschen zusammen und dann wird es auch mit einem Wickeldraht, mit dem silbernen Wickeldraht ist natürlich am besten, dann fällt es nicht so auf, einfach ein paar Mal umwickelt, so dass es möglichst rund wird. Ein bisschen knautschen. So. Ihr könnt die Kugel dann auch größer machen, dann nehmt ihr halt einfach zwei Stacheldrahtpflanzen. So. Jetzt ist der Draht hier, den sollte man schon richtig reinbringen, sonst geht das Ganze nämlich auf. Jetzt. Bei dem fertigen Teil habe ich unten, also in die Mitte, einfach noch ein bisschen Moos reingemacht, damit es ein bisschen schwerer wird. Sonst kippelt das, wenn man da eine Kerze reinsteckt. Ja, mit dem Moos an sich, das ist ja einfach. Auch schön fest Moos nehmen, ordentlich zusammendrücken. Und dann mit dem, ich nehme halt den Myrtendraht. Geht halt auch mit dem ganz, mit dem grünen, etwas dickeren Wickeldraht. So. Das ist mit dem Moos und das ist natürlich, weil das feucht ist, auch etwas stabiler. So. So, das sind jetzt die fertigen Kugeln. Und mein Arrangement auf dem Tablett, da habe ich jetzt einfach so ein Tablett, das ist jetzt, wird jetzt einfach etwas länglicher. Da kommen einfach nur die Kugeln drauf, unterschiedlich platziert. Und hier habe ich so Kerzenhalter, die einfach reinstecken. Genau, die für dieses für die Kugel hier habe ich einfach eine Steckmasse genommen und die nass gemacht, also Nasssteckmasse, damit die Blumen einfach noch ein bisschen halten und das halt einfach zu einer Kugel so lange geschnitten, bis es in etwa so eine Größe, so ein kleiner Klotz ist.
Ja, jetzt. So, noch die Kleine mit dem Erika. So. Und da möchte ich jetzt einfach nur so einen Apfelast oder Hagebuttenast. Ein bisschen vorsichtig immer mit der Kerze, das ist klar. Wem das zu gefährlich ist, sage ich dazu. Einfach eine LED nehmen. So, das ist eigentlich schon mein Arrangement mit den Kugeln. Jetzt gibt es eine Deko mit den einzelnen Kugeln. Dafür nehme ich hier so eine Mooskugel und stecke mir hier so einen Stecker rein. Und dann könnt ihr unterschiedliches Material nehmen. Das unterschiedliche Material hatte ich mir natürlich noch nicht hierher gelegt. Ja, jetzt habe ich es zusammen. Also ich habe jetzt einfach hier Erika abgeschnitten, ein paar Beeren, diese Penetzie-Pflanze, einfach hier die Beeren abgeschnitten, Äpfelchen, einen kleinen Korkenzieher und diese Hauswurz. Und jetzt stecke ich das einfach hinein, falls es jetzt nicht gehen sollte, dass es die Äste zu dünn sind, dass sie sich nicht stecken lassen, dann einfach antraten. Gucken, dass ich gerade bin. Und ich wollte es halt jetzt gerne kunterbunt. So, ich bin gerade so in bunter Stimmung. Und ja, kann man natürlich auch Ton in Ton machen. Oder einfach ein bisschen mit dem Messer kleine Löcher reinstecken. Das geht auch. Dann so ein Ast und auch wieder ein bisschen vorsichtig mit der Kerze dann. Das wäre jetzt auch echt ein süßes Mitbringsel. Und die Hauswurz, klar. Einfach auf den Zahnstocher pieksen und dann reinstecken. Ich habe jetzt die Wurzeln noch ein bisschen dran gelassen. Das finde ich auch hübsch. Dann ein bisschen Apfel. Die nehmen wir auch noch. Und so kann man das individuell dekorieren. Wäre auch für eine schöne Tischdekoration jetzt, wenn jemand Geburtstag hat. Das wäre auch eine sehr schöne Dekoration. So. Das steht hier sehr bei der Kerze. Da noch einen kleinen Hauswurz.
So, das ist einmal die Idee. Und natürlich könnt ihr das auch einfach auf so einen runden Teller und nur eine Dekoration damit machen. Einfach auf dem Teller präsentieren. Hier habe ich noch so ein paar Chrysanthemen und einen Kürbis. So eine Mooskugel kann man auch noch dann separat dazu gestalten. Nochmal so ein Kerzenhalter. So, und vielleicht noch ein bisschen Apfelzweig, auch noch mal einen kleinen dazwischen. Und so gibt es dann auch eine schöne Tablettdeko. So, das alles Beispiele und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Anregung geben und der eine oder andere, ein oder andere arbeitet es nach. Derweil, ich bin gerade, merkt ihr bestimmt, auf dem Bundtrip, wobei ich jetzt bei dem Video gar nicht richtig weiß, ob wir das zuerst hochladen. Das nächste kommt dann, das ist auch bunt. Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch derweil eine gute Zeit, schöne Herbsttage und wir sehen uns auch schon bald. Und sage es noch dazu, auf Instagram bin ich auch. Da poste ich natürlich auch immer wieder andere Dinge, genauso wie diese Dinge von YouTube. Derweil, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.